Können wir mal darüber reden, wie steil das ist? Das ist so steil. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir haben schon lange auf diesem Account nichts mehr gedreht und wir dachten, wir nehmen euch heute so mal ein bisschen mit. Wir sind gerade in Frankreich im Urlaub und die Miley möchte heute am letzten Urlaubstag gerne nochmal in den Kletterpark. Was ist der letzte? Heute ist der letzte Tag, morgen geht's nach Hause. Ja. Und die Miley hat Bock zu vloggen, deswegen überreiche ich jetzt ihr die Kamera und sie nimmt euch jetzt ein bisschen mit. Ich freue mich total zu klettern, also muss ich jetzt erstmal meine Schuhe anziehen. Okay, let's go! Hi. Jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp beim Supermarkt und ich hole mir jetzt noch ein paar Getränke für mich und meine Schwester und dann, ja. Wo die Getränke sind. Wir finden irgendwie die Getränke hier nicht. Hier ist alles nur mit Wein. Ja, okay, hol mir Wasser. 2. Wir haben sie gefunden. Zwischen den ganzen Weinsachen. Es ist alles voller Wein. Oder kommt hier endlich normale Getränke? Wollt ihr sowas hier, Kapisan? Hol uns. Ja? Ja. Multivitamin oder Mango Maracuja? Ich finde Mango Maracuja ist gut. Ja. Ja? Dann nehme ich davon 2. Okay, dann haben wir alles, oder? Ja. Wir sind endlich angekommen und wir gehen als erstes ins Irrendorf, weil Sabi noch keinen Mittagsschlaf gemacht hat und wir hoffen, dass er im Wagen einschläft. Hier sind schon die ersten Sachen. Los. Auf da. Let's go! Oh. Ist ganz schön hoch. Meine Schuhe ist fast ausgezogen. Ah, okay. Miley, fuck hier nicht! Mein Mann, das nicht mehr sein. Ich weiß. Ich hätte auch Schiss. Das geht gar nicht. Ach, bei Juna hat es besser geklappt. Ich mich auch. Das ist erstmal die Karte und ich sehe, das ist ganz schön groß. Ich mache das jetzt hier mit dem Boot. Mama, halt mal bitte kurz. Okay. Dann mach ich. Oh. Okay, jetzt musst du das Band drehen, ziehen, zweimal. Zweimal so ziehen. Dann geht's los. Ja! Das ist mein Linie. Oh, ich konnte. Ja. Weil ich soll ich aufmachen? Mama, darf ich aufmachen? Ich glaube, wir dürfen jetzt aufmachen. Ich mache alleine auf. Und jetzt musst du irgendeinen Knopf drücken, damit du wieder rauskommst. Da ist übrigens ein Mittagsschlaf. Kein Mittagsschlaf für Savio. Na toll. Wir haben alles versucht. Wir sind jetzt bei einer noch größeren Rutsche angelangt. Und die will ich unbedingt rutschen, also let's go. Mal bitte, wie krass hoch das ist. Oh mein Gott. Ich bin oben angekommen, endlich. Oh mein Gott. Können wir mal darüber reden, wie steil das ist? Das ist so steil. Trau mich jetzt. Oh mein Gott. Das war krass. Schön, Sabio, festhalten bitte. Go. Und tschüss. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hingehen. Auf jeden Fall heißt es so viel wie die dunkle Welt. Hier ist Eingang. Und es ist ab 4. Hält sich aber trotzdem geil an. Ah! Okay. Hier ist dunkel, ne? Oha! Oh, bei der Kamera sehe ich das. Hier sehe ich eigentlich gar keine Ahnung, oh was Gott, ich kann sowas nicht. Ich sehe nichts. Oh nein, das will ich nicht. Kommt ihr bitte? Nee, ich sehe absolut. Ich kann ja, das ist ja noch extra raus. So. Ich will wieder raus, ich kann das nicht. Was? Ich kann das nicht. Ah! Oh. Hier ist ein Gang. Und man sieht einfach gar nichts. Ich wünschte, ich wäre eine Fuchs oder eine Eule, die irgendwas hier sehen könnte. Hallo? Ah! Hier, ich sehe was. Die sehen gar nichts. Hier war irgendwas vor mir. Ah! Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das so ideal für die Kamera ist, weil ihr könnt ja eigentlich gar nichts sehen. Ich bin fast gegen die Stange gelaufen, ne? Kann ich hier stehen? Kannst du hier stehen? Ja. Niemand weiß es. Oh. Wir haben es geschafft. Ja, das ist ein falscher Ausgang. Ja, hier geht es noch weiter. Ist es noch da? Nein, weißt du? Oha. Mia. Hier ist es wieder dunkel. Ho, 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 ho.
Okay, ich mach mal aus. Kommst du? Ja, warte, ich will das kurz ausmachen. Wie macht man es aus? Leider hat jetzt alles wieder zu. Der Kletterpark auch, also können wir hier nichts mehr machen. Deswegen gehen wir jetzt noch was essen. Wir haben viel zu spät angefangen zu filmen. Also wir haben es auch vergessen. Und jetzt sind wir schon hier und haben schon fertig gegessen. Es hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Und jetzt gehen wir zur Unterkunft und da packen wir dann unsere Sachen für morgen fertig, damit wir morgen nicht viel, wie soll ich das sagen, machen müssen. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir haben jetzt schon den zweiten Tag. Wir haben es gestern einfach nicht geschafft, weiterzudrehen, weil es einfach unfassbar anstrengend war mit dem kleinen Savio. Da hat er keinen Mittagsschlaf gemacht und dementsprechend verlief dann auch chaotisch der Abend. Aber wir haben jetzt den nächsten Tag. Wir sind schon ein bisschen in Aufbruchstimmung. Ich habe schon angefangen, die Koffer zu packen. Die Mädels schlafen noch, weil sie durften am letzten Tag so lange schlafen, wie es geht. Aber jetzt wird es an der Zeit, dass ich sie wecke. Aufwachservice, guten Morgen. Warum liegt da eine Plastiktüte auf dem Boden? Guten Morgen, Mädels. Ab nach Hause. Keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Miley, aufstehen. Juna, aufstehen. Ihr müsst nur frühstücken. Mhm. Wir machen uns jetzt bereit, um zum Flughafen zu fahren. Ich lade noch schnell mein Handy. Ich habe noch meine Sachen gepackt. Gleich packe ich auch mein Ladekabel ein und mein Handy. Ja. Dann geht's nach Hause. Auf was freust du dich? Freust du dich? Auf Mimi und Spot und mein Zimmer. Auf Mimi und Mimi? Toni. Das war traurig. Mimi ist nicht mehr bei uns. So, komm, mach mal, wir müssen los. Mach Kamera aus, bitte. Wir sind jetzt im Flugzeug und fliegen gleich los. Warum machst du so? Keine Ahnung. Okay. Unsere Kuscheltiere sind einfach so fett, dass sie einfach unten sitzen müssen, weil sonst haben wir oben einfach keinen Platz mehr. Your own safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. So, jetzt sind wir endlich angekommen. Das heißt, wir können gleich wieder nach Hause. So, jetzt wird es wieder kalt. Nee, hier ist es wärmer als in Nizza. Nein. Doch, ein bisschen wärmer. Und da war es schon warm, also ich freue mich doch vielleicht ein bisschen. Wir sind wieder zu Hause. Und Miley ist mittlerweile schon im Bett. Wir wollen aber ganz kurz nochmal Tschüssi sagen. Gleich bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Winke, winke, ich kann nicht winken. Okay, ich mach so. Ciao. Bin eingemummelt.